Über welche Situation reden wir hier? Notwendigkeit oder freie Wahl? Freie Wahl. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet in Surat An-Nisa über diejenigen, die zu einem Tarot gehen, um sich dort richten zu lassen. Okay? Das heißt, wenn du jetzt gehst, du hast die Möglichkeit, zu einem islamischen Gericht zu gehen. Du sagst, nein, ich gehe zu einem anderen Gericht. Da gefällt mir das Urteil besser. Was ist das vom Urteil her? Kufr. Man hat Kufr. So. Jetzt bist du aber in einem dieser Länder. Und einer hat dir Unrecht angetan und er hat dein ganzes Geld genommen. Und du hast mit ihm geredet, er will es dir nicht zurückgeben. Jetzt gehst du zu einem Gericht hier. Warum gehst du zu einem Gericht hier? Hast du ein islamisches Gericht? Nein. Okay, das heißt, was ist deine einzige Möglichkeit, um überhaupt an dein Geld hereinzukommen? Der Tarot. Richtig, der Tarot. So, aber der Tarot, warum gehst du hin? Weil dir sein Urteil gefällt oder weil dir Unrecht getan wurde und das die einzige Möglichkeit für dich ist, dass du dein Unrecht wieder gut machst? Natürlich nur, damit ich meinen Haken wieder zurückbekomme. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal in der Ayah, in derselben Ayah, die viele Leute nicht verstehen, sie wollen sich vom Tarot richten lassen. Einer, der es notwendigerweise macht, heißt es, er will? Nein, er muss. Okay. Und siehst du, das ist der Unterschied, den viele Leute nicht verstehen. Die lesen nur die Ayah äußerlich, ohne sie zu verstehen. Allah Azza wa Jal sagt, yuriduna an yatahakamu. Sie wollen sich vom Tarot richten lassen. Und wollen ist hier überhaupt keine Frage. Darüber müssen wir nicht reden. Darüber müssen wir nicht reden. Dieses Wollen ist nicht so. Jetzt zum Beispiel, keiner lebt hier in Deutschland, keiner auch nicht die Takfiris, ohne dass sie bezeugen müssen, dass sie sich hier an die Gesetze und an alles halten. Richtig? Ja. Auch die Takfiris, richtig? Ja. Ja, dann ist er ein Kafir geworden. Die Sache hat immer bei uns zu tun, eine Situation, die du freiwillig wählst, aus freiem Willen heraus und du bist nicht gezwungen. Und dann gibt es eine Situation, wo du gezwungen bist und nicht freiwillig wählen kannst, sondern aus deinem Zwang heraus deine Situation bewältigen musst. Verstanden diese beiden Sachen? Das Zeichen von Yaum al-Qiyamah, dass man den Lügnern glauben wird und diejenigen, die so ist das. So ist das. Yachi, das Problem ist, manche von denen sind nicht Lügner. Sie denken, sie sind im Recht, weil sie ihre Religion nicht gelernt haben. Wie viele Leute, die auf dem Weg von Takfir waren, haben dann diesen Weg gelassen? Viele, oder? Ich selber. Okay, viele. Das heißt, was war das Problem? Man hat das mit Unwissenheit aus. Manchmal ist das auch wirklich die Eifersucht für die Religion, dass man klar trennen will zwischen dem. Aber dann wird einem klar, subhanallah, unsere Religion ist eine barmherzige Religion. Aber trotzdem sagen wir immer die Wahrheit. Okay? Und die Wahrheit zu sagen, heißt nicht, dass man schmeichelt oder sonstiges. Okay? Jetzt zum Beispiel, eine Person kommt zu dir und sagt dir zum Beispiel, findest du in Ordnung, was die Terroristen machen im Namen des Islam? Was sagst du? Nein. Schmeichelst du hier den Kuffar oder ist das deine Akida? Das ist deine Akida. Aber was denken die Leute, du schmeichelst den Kuffar? Aber das ist nicht so. Sondern das ist unsere Akida. Wenn wir sagen, diese Leute von ISIS, diese Leute von Qaida, jeder weiß, dass das Geheimdienste sind. Ja, mittlerweile die amerikanischen, Hillary Clinton hat das letztens gesagt, selber, sie hat gesagt, das war der beste Schachzug, den Amerika gemacht hat, dass wir eine Qaida erschaffen und eine ISIS. Aber mit wem redest du? Ich habe damals den ersten Vortrag gemacht und ich habe gesagt, das sind Geheimdienste. Was haben die Leute geschrieben? A'udhu billah Abul Bara, fürchte Allah und dies und das. Ja, diese Leute sind emotional. Aber wir sind nicht dumm, Yachi. Wir sind nicht seit gestern in der Dauer. Wir wissen auch, wie bestimmte Sachen funktionieren. Wir sind nicht dumm. Aber trotzdem, ich meine, wer uns kennt, glaubt er wirklich, wir schmeicheln den Kuffar? Machen wir nicht. Wenn ich den Kuffar schmeicheln würde, hätte ich nicht so viele Probleme, wie ich sie habe. An jedem Friedhof sage ich schon. An jedem Flughafen machen sie mir Probleme. Ich meine, die Brüder können das bestätigen oder nicht. Ihr wisst gar nicht, was die Leute immer alles mit mir machen. Razzien und das und das und das, Anzeigen hier und so. Aber Alhamdulillah, ich werde auch weiter so machen, weil das unsere Religion ist. Ich mache das nicht, weil ich Abenteuer erleben will. Nein, weil ich habe gelernt, dass im Koran, wer die härtesten Prüfungen hatten? Die Propheten. Die Propheten, barakallahu fikum. Also, wenn die Propheten solche Prüfungen hatten, wer sind wir? Wer sind wir?
Deswegen müssen wir geduldig sein, Yashil Karim, auf diesem Weg. Möge Allah uns Geduld geben. So, die letzte Frage geht an... Okay, du kriegst auch noch einen Bonus, inshallah. Mach schnell deine Frage.